Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Arena. Ich war jetzt mal so mutig und habe den Teilgrad mal ein bisschen höher gestellt. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wir suchen immer noch eine Taverne. In der Hoffnung, dass wir dort die Nacht jetzt verbringen können, die jetzt eingebrochen ist. Und dass wir nicht von irgendwelchen Goblins oder so attackiert werden. Ich habe auch zur Vorsicht nochmal gespeichert, dass wir da ja nochmal zurückkommen. Aber es hieß ja, Südwesten sollen wir gehen. Wieder. Das Nordwesten, da ist Westen. So. Ja, da sehen wir wieder was. Keine Taverne? Bitte sei das eine Taverne. Irgendwo muss noch eine Tür sein. Oder ein Schild oder so. Oder das. Irgendwo muss doch eine Taverne sein. Hä? This lock has nothing to fear from you. Okay. So, Ausdauer geht auch schon am Arsch. Okay, machen wir mal so. Wir sagen mal 8. Oh, ne. Wo sind sie? Aua! Digga, nein! Weg von mir! Den ersten haben wir. Digga! Und dann sterben wir auch noch. Ah. Warum müssten auch noch zwei Banditen sein? So, wir gehen weiter Süden. Du kannst nicht die ganze Zeit so bleiben. Ich habe ja extra hier. Nee, das will ich so haben. Oh. Hätten sie nicht was? So, bitte lass da vorne irgendwo eine Taverne sein. Egal. So, oben. Ja, das ist. Hallo. So bleiben bitte. Ich will weit sehen können. Was sagt denn die Uhr? 6.03 Uhr, also es ist eigentlich 18 Uhr. Oder was passiert, wenn wir mal irgendwas anderes drücken? Ich habe gelesen gehabt, so wenn man F2, dann sieht man die Koordinaten. Ja. Okay. Lass mal einfach weiterlaufen. Richtung Westen. Hier passiert auf jeden Fall was. Nein? Westen. Wir wollen Richtung Westen. Habt ihr das gesehen? Wenn wir wieder Osten gehen. Und dann hier. Habt ihr das gesehen? Wir sind hier wirklich in einem Loop gefangen. Ich glaube, wir stecken hier fest.
Ich habe jetzt aber nicht vor, die ganze Nacht hier zu verbringen. Boah. Nachts allein im Wald, ey. Ja, jetzt ist die Frage, wie kommen wir jetzt nach Hammerfell? Oder zumindest zu der Taverne? So, was habt ihr jetzt wieder hier? Geht ja immer weiter. Hä? Wir stecken hier wirklich in einem Loop fest. Das hier ist ein Loop. Wir stecken hier fest. Was machen wir da jetzt? Muss hier irgendwie auch rauskommen. Wenn wir weiter Richtung Norden gehen, was passiert dann? Er geht hier runter. Okay. Ich habe keine Ahnung, was wir da jetzt machen sollen oder können. Aber wir stecken quasi in diesem Loop fest jetzt. Ja, wir gehen jetzt so weit nach Norden, wie es nur geht. Wieder zurück. Und dann bleibt mir halt nichts anderes über, als am Ende der Folge mal zu googeln, nochmal, wie wir hier überhaupt weiterkommen. Da ist wieder Wasser. So. Vorne ist ein Dungeon. Dann gehen wir mal hier dran vorbei. Und hoffen, dass wir dadurch irgendwie wieder weg von diesem Loop hier kommen und eine Taverne finden. Nein, nicht ins Wasser fallen. Zumindest nicht jetzt. Ich hoffe, da ist eine Taverne. Ah, das sieht schon mal nach etwas aus. Wo vielleicht eine Taverne sein könnte. Und bitte, 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 ist das... Ja, ist eine Taverne, ist eine Taverne. Es ist eine Taverne. Ja, Red Eagle. Moin. Ja, du hast bestimmt einen Raum für mich, ja? Ja, Single. Eine. Ja, 10 Gold, das ist... Machbar. So. Du hast bestimmt irgendwas gehört, hä? Was hast du so allgemein gehört? I'd ask someone else with a better ear. Okay. So. Oder Arbeit. Kennst du jemanden?
Sometimes the Lord has adventures like you, but not lately. Okay. So. Bestimmt hat Dean was gehört, eh? I'm waiting for a friend. Why don't you just run along? Moin? Don't bother with a cheap room at the Red Eagle, Nord. Get at least a double. Nee. Wie spät haben wir es jetzt? Wir haben es 7.19 Uhr. Komm, wir sagen mal, vorbei, sagen wir mal wieder ab. Wird reichen. So. Oh, hier gibt es ein rotes Bett. Können wir auch wieder gehen? Wo war denn der Ausgang? Was ist der Ausgang? Das sieht nach einem Ausgang aus. Ja. Aber es ist immer noch Nacht. Aber es ist jetzt 3.23 Uhr am frühen Morgen. Und wir wollen Richtung Westen. Ah, hier ist ein Heiler. Gibt denn hier noch? Ja, nicht groß, das hier. Vielleicht gibt es jemanden, der hier was verkauft. Und den können wir dann vielleicht das, was wir im Inventar haben, so unnötiges, vielleicht dem verkaufen. Heilern kann man ja nichts verkaufen. Den Leuten da im Tempel. Da ist die Brücke. Und dann weiter Richtung Westen. Oder hier, glaube ich, geht es nicht wirklich weiter. Da ist wieder ein Dungeon. Gehen wir hier mal die Küste entlang. Wer weiß, worauf wir dann stoßen. Und bald müsste es auch wieder heller werden. Was sagt denn der jetzt hier? 93,64. Hm? Das sieht wieder so nach einem Ort aus, wo wir gleich wahrscheinlich wieder in einem Loop landen. Loop ist aber richtig nervig. Also wenn wir jetzt gar nicht mehr hier rauskommen aus diesem Loop. Ja, das wiederum was anderes, aber kommt mir auch wieder bekannt vor. Ich würde sagen, wir gehen aber mal dahin, weil da vorne wieder Straßen gibt's irgendwo. Erstmal über die Brücke. Und dann müssen wir die Straße wieder folgen. So, und dann geht's wieder nach links. Das sieht nach einem Heiler aus. Ja, ist wieder ein Heiler. Dass wir an dem hier vorbeigehen. Hat er nicht gesagt, dass hier irgendwo eine Brücke war? Ne. War ich komplett falsch. Aber egal, wir schwimmen da jetzt rüber.
So, dann wären wir wieder da. Wo ist denn die Straße? Ja, genau. Geh wieder nach rechts. Es kann auch aber nicht so schwer sein, nach Hammerfell zu gelangen, oder? Oder bin ich komplett Banane? Ich glaube, viele von euch, die mir zuschauen, wissen das deutlich besser als ich hier jetzt, weil ich spiele The Elder Scrolls Arena das allererste Mal, dieses 30 Jahre alte Spiel. Und muss das ja alles selber noch lernen und so, und habe keine Ahnung, wo ich jetzt was finde. Und ja. Beziehungsweise bisher habe ich nur rausfinden können, dass man killt, indem man Leute killt, tötet. Also Goblins, Banditen und so weiter. Und ja, halt wie man hier auch kämpft, so Schwertkämpfe und so weiter. So. Ach nein, das ist nicht wie. Ach nein. Seht ihr das? Hier? Und dass hier genau das gleiche ist? Nö. Wir sind wieder im Loop. Ja, wir sind wieder im Loop. Aber wie konnte das denn jetzt passieren? Ich will einfach nur mal weiterkommen. Wie kann das sein, dass man hier im Loop dauernd landet? So täglich grüßt das Murmeltier, so mäßig ist das jetzt. Hä? Bitte sei mal was anderes. Bitte sei mal was Neues. Nein. Ey, mittlerweile bin ich so, ich weiß nicht mehr weiter. Ich laufe jetzt einfach stumpf, dreist, immer weiter Richtung Westen. Und wenn wir nicht langsam irgendwie mal irgendwo was Neues entdecken, sehen oder mal raus sind von diesem Loop, dann glaube ich, breche dieses Let's Play ab. Ich glaube, dann würde ich dieses Let's Play Arena tatsächlich abbrechen. Was ich schade finde. Weil mich persönlich interessiert schon die Lore von The Elder Scrolls. Aber wenn wir hier jetzt so feststecken, gar nicht weiterkommen, nicht wissen, wie es vorangeht und so. Und ich hier dann nur noch zig Millionen Folgen in diesem Loop feststecke, dann lohnt sich das für mich nicht mehr. Dann geht auch der Spaß flöten. Und ich bin auch schon jetzt schon an so einem Punkt so, weil wenn wir hier immer wieder im Kreis laufen, obwohl wir immer eine Richtung geradeaus gehen, und immer wieder an demselben Punkt landen, wo mir auch schon langsam der Spaß flöten geht, aber dabei hatte ich ja so viel Bock, einfach mal komplette Lore zu spielen. Ja. Was ich jetzt nur hoffe, ist, vielleicht kommt irgendwann noch was. Vielleicht kommen wir noch irgendwie raus. Aber wenn es die ganze Zeit nur so weitergeht, dann breche ich das wirklich ab. Und es tut mir wirklich leid dann auch für diejenigen, die dann
die Bock hatten, das mal so als Let's Play zu sehen, wie das weitergeht und so. Aber wenn ich hier nicht vorankomme und in so einem Loop feststecke oder so und selber auch den Spaß daran verliere, dann warum soll ich das weitermachen? Es tut mir wirklich für diejenigen leid, die Bock haben, das zu sehen, aber dann breche ich dieses Let's Play mit Arena ab und würde dann direkt mit Daggerfall weitermachen. Beziehungsweise bin am Überlegen, wenn ich mit Daggerfall anfange, die Unity-Mod dafür zu installieren, dass es grafisch ein bisschen besser ist. Und ja, also ja, ich weiß einfach nicht, was sie sagen soll zu hier Arena, wenn wir jetzt hier nicht weiterkommen. So, was sagt denn die Uhr? 5:14 Uhr, Early Morning. Ja, wir stecken hier im Loop fest. Wir gehen wieder nach Norden. Ich habe keine Lust mehr, hier unten im Loop zu stecken. Und hoffentlich finden wir irgendwas, das uns hier wieder rausholt aus diesem Loop. Und vielleicht finden wir auch irgendwas, das uns nach Hammerfell bringt. Wir wissen jetzt, da ist wieder mal was Neues. Ich hoffe, es bleibt auch was Neues. Wir haben mal wieder eine Brücke. Hey, wo sind wir denn hier? Hey, hier geht's nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Ist aber mal eine interessante Stadt. Aber wir gehen jetzt wieder weiter nach Norden. Da ist wieder eine Brücke. Die überqueren wir mal. Was haben wir denn da? Wieder eine Taverne. Waren wir hier nicht sogar schon? Das sieht nach was Neuem aus hier. Lass mal hier entlang mal nach Westen. In der Hoffnung, dass wir nicht wieder in einem Loop landen.
Ja, da ganz hinten sehe ich schon was. Wir wollen Richtung Westen. Richtung Hammerfeld. Boah, nie jetzt passiert. Ah, es wird heller. Ah, langsam Tag. Ich glaube, das bedeutet es. Das sieht mir wieder sehr bekannt aus. Bitte lass nicht das sein, was ich jetzt denke, was es ist. Was ist das denn jetzt wieder? Der ist noch hier maximal Detail. Na? Muss ich nicht verstehen, oder? Warum kann es nicht die ganze Zeit so bleiben? Ah, jetzt zählt schon als Tag. Okay. Jetzt ist wieder die normale Musik. Aber es ist noch dunkel. Dann ist schon Wasser. Okay. Wo sind wir genau jetzt? Wir sind wieder hier. Ich habe Angst, dass wir wieder in so einem Loop landen. Echt jetzt. Wir schwimmen aber durch. Wir wurden aber überraschenderweise in der Nacht von wenig Kreaturen oder Banditen angegriffen. Nur als wir hier gerastet hatten, wurden wir attackiert. Oh, wir haben hier wieder einen Dungeon. Aber in den Dungeon gehen wir erst in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.